Hallo, meine lieben Steinböcke. Ich freue mich, euch hier ganz, ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Und wir schauen jetzt in die Energie. Wir greifen die Energie vom Jetzt, was der Monat November 2022 für euch Wunderschönes bereithält. Auf was ihr euch freuen könnt, auf was ihr euch vorbereiten könnt oder vielleicht auch darauf vorarbeiten könnt. Na? So, was hält der Monat November für die lieben Steinböcke bereit? Hey, ihr wisst ja, dass eine Legung fürs Kollektiv kann nicht für jeden zutreffen. Und auch die Personenkarten sind geschlechterneutral. Ja, ich kann dir auf jeden Fall sagen, du hast hier, guck mal, das komplette Glück bei dir. Lass dich hier bitte auch nicht verunsichern. Ich habe hier schon ein bisschen, sei vorsichtig, was Geldausgaben betrifft, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Dann schauen wir mal, was ist hier, was bei dir ins Haus kommen, was wir an Veränderungen sehen, was sich hier tut. Ui, da flattert ein Mann rein. Oder eine Frau, je nachdem. Und das ist ein riesengroßes Geschenk auch für dich. Dann schauen wir doch mal, wie es hier drüben weitergeht. Du machst ja sehr, sehr viele Gedanken. Kann es ja auch ein Kind betreffen. Was mir angezeigt wird, die Gedanken auch. Also wenn, mein lieber Steinbock, wenn du weiblich bist, auch männlich, mein, geht ja beides. Also ich meine, können ja mal zwei dazu. Wird mir aber auch angezeigt, ein Kind, wenn du in einer festen Partnerschaft bist, wenn du auch nicht, wenn es vielleicht eine Affäre ist oder irgendwas, hier wird auf jeden Fall, wenn du, sei, wenn du es nicht möchtest, hier ein bisschen vorsichtig, ansonsten ist ja auf jeden Fall auch, wenn es dein Wunsch ist, wird es mir ja auch angezeigt, dass hier ein Kind, ja, auf dem Weg ist. So, dann ist ja aber schon dein Misstrauen, habe ich hier ziemlich stark zu sehen, dein Misstrauen. Und ja, wenn du aber hier auch, was das Kind betrifft, sehe ich aber auch, dass du dir vielleicht ein bisschen auch zu viel Druck machst. Ne? Ein bisschen in der Druck, ein bisschen zu viel energetischer Druck, der, wenn du einen Kinderwunsch hast, dass hier ein bisschen dir zu viele Sorgen machst, ob das hier überhaupt funktionieren kann, wenn du in einer festen Partnerschaft bist oder allgemein jetzt, ne? Dass du dir viel zu viele Sorgen machst, ob überhaupt noch was kommen kann, ob sich überhaupt was tut. Und wenn du aber schon ein Kind hast, ist ja aber auch, dass du ein bisschen ziemlich viele Sorgen machst um dein Kind. Ja, dass es vielleicht auch hier ja, seinen Weg gehen wird oder ja, hier vielleicht auch irgendwas, ja, dir vielleicht mal nicht ganz ehrlich ist, ein bisschen Auseinandersetzung. Du machst dir viele Sorgen, weil du für dein Kind das Allerallerbeste möchtest. Das wird mir auch angezeigt. Aber hier ist auch so viel Liebe, so viel Herz und hier auch, du wirst auf jeden Fall die perfekte Lösung finden, wenn es um eine Entscheidung geht, was eben auch dein Kind betrifft. Ne? Also da auch ein Kinderthema, du wirst die richtige Entscheidung treffen, weil du wirst, bist hier die, wirst die perfekte Lösung finden. Ich habe das größte Glück mit bei dir liegen. Hier, wie gesagt, finanziell habe ich ein bisschen, sei ein bisschen vorsichtig in deinem Umfeld, dass sich hier irgendwas tut, wenn es vielleicht auch was langfristige Verträge oder irgendwas geht. Schau hier bitte mal genau hin, vielleicht ist auch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, lass dich im Allgemeinen bitte nicht stressen und lass dir auch nicht zu viel, dich zu viel Stress aussetzen, was die Finanzen betrifft, weil ich sehe hier auch sehr stark die Last für dich, weil hier, schau mal, du hast das größte Glück bei dir liegen, ne? Und hier kommt auch oft was auf dich zu. Zu deinem Glück. Es ist die Wende zum Guten definitiv für dich. Und hier heißt es, glaub nicht bitte alles, was du hörst. Dann, wenn wir jetzt hier weitergehen, was einen Mann betrifft, der hier nämlich in ein Haus reinflattert oder eine Frau, je nachdem. Wenn du Single bist, sehe ich hier auch, dass hier eine Verbindung auf dem Weg zu dir ist, dass hier was stattfinden wird, dass es hier angezeigt wird, dass du jemanden kennenlernen wirst. Es schaut aber eigentlich schon ziemlich für mich aus, dass du ihn vielleicht sogar auch schon kennengelernt hast, dass hier sich was tut. Und wenn nicht, in der Öffentlichkeit wirst du auf jeden Fall jemanden kennenlernen. Da ist aber auch eine wirklich tolle Basis, dass es hier in die Festigung gehen kann. Wenn du einen Wunschpartner hast, sehe ich aber auch, dass du von deinem Wunschpartner ein Geschenk bekommst. Kann eine wunderschöne Nachricht sein, kann ein Treffen sein, aber auf jeden Fall hier, du wirst hier, ja, kann auch sein, dass er wirklich vor deiner Türe wieder steht, ne? Und sich dann meldet, aber auch wirklich zu deinem Besten. Hier wird es auch in die Fülle gehen. Hier kommt wirklich Bewegung rein. Hier ist Bewegung angezeigt. Dein Wunschpartner ist auf jeden Fall auf dem Weg zu dir. Entscheide aber bitte selbst, ob es das Richtige auch für dich ist, ob du es auch wirklich noch möchtest. Na?
Aber hier ist auf jeden Fall die Fülle bei dir und seinem größten Glück. Also bei dieser Legung sehe ich auch, du wirst für dein Glück auf jeden Fall entscheiden, die richtige Entscheidung treffen. Hol dich bitte selbst aus deinem Pessimismus raus. Ne? Sei nicht zu pessimistisch zu dir selbst. Weil ich sehe dich nämlich schon, du bist sehr, sehr, sehr verantwortungsbewusst. Und du machst dir selbst, auch du setzt dich selbst hier ziemlich stark unter Druck. Und dein Ehrgeiz ist sehr ausgeprägt, ne? Und hier auch, vielleicht, dass du auch diesen Druck ein bisschen zu sehr auf dein Kind mit aussendest, wenn du ein Kind hast. Und ja, vielleicht auch ein bisschen zu sehr Druck auch deinem Partner oder Herzensmenschen hier auch aussendest, was hier auch so ein bisschen auch Gegendruck erzeugt. Aber sobald du hier ein bisschen auch loslässt, kommt hier wirklich wieder Bewegung rein und das wird mir angezeigt. Ne? Also hier dein Pessimismus sehr, sehr stark ausgeprägt. Also stur, pessimistisch, schraub das ein ganz kleines Stückchen zurück. Stur und pessimistisch kannst du hier in dem Bereich sein, wenn es die Arbeit betrifft, wenn es die Finanzen betrifft, dass hier irgendjemand was von dir möchte und du vielleicht dich ein bisschen da unter Druck setzt. Da absolut perfekt. Na, aber hier sehe ich eigentlich mehr so dieses Weiche. Ich habe das größte Glück, sehe ich hier bei dir. Und das ist eine wunderschöne Aussage. Also von daher, sage ich mal, steht es schon unter einem richtig guten Stern. Dann schauen wir mal im Tarot, was wir jetzt noch für Klärung für dich bekommen. Ja, ich habe auch hier, du. Ja, die drei der Stäbe. Also du wirst hier auf jeden Fall die richtige Entscheidung für dich treffen. Du wirst hier deine Selbstsicherheit absolut wieder greifen. Du wirst hier komplett deine Zuversicht kommen. Und hier wird hier auch eine gesunde Basis geschaffen für eine gemeinsame Beziehung, für eine Beziehung. Eine Beziehung im Allgemeinen auch, auch wenn es hier Verbindung ist ja auch, wenn es hier um Verträge geht, ne? Also hier, wenn du auch vielleicht noch ein bisschen abwartest oder so und erstmal schaust, was es vielleicht noch ein anderes Angebot gibt, nicht gleich das erste jetzt vielleicht so unterschreibst, dann wirst du auf jeden Fall die Entscheidung treffen. Du stehst hier vor Entscheidungen und du verabschiedest dich ja auch von dem Pessimismus in diesem Monat, ist auf angebracht und auch diesen, dass du diesen Druck ausübst. Ne? Also hier sage ich auch okay und du wirst ja sagen, hey, es steht uns alles offen und du weißt, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst. Und ja, du bist sehr vorausschauend, ja. Ne? Aber hier sind auf jeden Fall für dich absolut gute Aussichten und du wirst selbst in deine Sicherheit kommen, was eine Beziehung betrifft und auch hier die sichere, beste Entscheidung treffen, wenn es hier um Verträge geht, um deine Finanzen im Allgemeinen. Also wie gesagt, sei hier ein bisschen auch drauf mit vorbereitet, dass hier ein bisschen vielleicht ein falsches Spiel auch mit dir gespielt wird und dir nicht ganz ehrlich alles so gesagt wird, wenn es hier um die Finanzen geht. Ne? Also ihr Lieben, ich danke euch vielmals fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Monat November 2022. Tschüss!